Ich werde schon entdeckt. Dann flieg hoch genug, dann springen wir ab. Das ist, glaube ich, das Beste. Also du bist hier drin? Okay, ja. Ich bin allein, so. Ich spring mal besser ab, wenn die Rakete da kommt. Nein! Nein! Mächtige! Ich wollte noch ein bisschen hoch. Höher fliegen. Flieg im Wald. Oh, wie weit habe ich denn? Oh, okay, ich hab eine Weile, ne? Das ist mir noch nie passiert, abgeschossen werden, während ich mit dem Fallschirm noch dranhänge. Alter. Wo ist denn der Scheiß? Achso, wieso ist die Kingslayer-Datei markiert? Jetzt bin ich voll im falschen Gebäude drunter. Ja, ich bin total falsch gewesen. Ja, das ist ja scheiße, da komm ich ja nicht mehr raus. Hallo, ich schaff's. Mit ganz viel Speed schaffe ich das bestimmt. Also ich bin im Wald unterwegs, mein Auto ist irgendwie gestuckt. Okay, ich hab's. Fernglas-Zoom, jawohl! Der ist ja geil. Den haben wir noch gebraucht. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Oje, will ich da vorne wirklich rein? Setze Drohne ein. Die Drohne, sie fliegt. Hier raus. Oh Gott, Simon. Simon. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich deine Position verbessert habe, Fabian. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist Alter. So ein scheiß Zaun um das ganze Ding rum. Ich kann auch gerade rum. Nee, egal. Ich hab's. Also, mach's gut, ne? Ich brauch's nicht. Fernglas-Zoom, doch. Ich find's schon wichtig, weil ich nutze Fernglas ja schon relativ oft zum Aufklären. Wenn nämlich mal die Drohne nicht will, weißt du, dann bist du froh, wenn du so Fernglas hast. Oh je. Wird nix mehr. Eigentlich, ich glaube, von außen jetzt reinkommen wird schwierig, wo Simon ist. Ja, ich glaube, das mit dem Heli reinspringen. Ja, lol, von wo? Bitte! Das mit dem Heli reinspringen ist, glaube ich, tatsächlich so der beste Weg. Ist auch das Witz, es gibt ja auch mal so Löcher so aus diesen Schießscharten, riesengroß, aber kommt man natürlich nicht durch. Nee, da kann man nur durchschießen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wollen wir das nicht per Heli probieren, oder? Martin muss uns aufheben, aber ich weiß ja nicht, wo der wieder steckt. Da ist jetzt da. Schön. Versteckt ihr euch denn wieder alle? Das tut immer noch weh. Ich versuch dich mal zu holen, Simon. Ich bin wieder down. Ich kann immer noch einen Meter vorwärts, dann bin ich tot. Oh. Komm ich denn da jetzt rein? Nein, lad nach! Ah! Warte, Drohne kommt. Yes. Nein! Für Fabian hat's nicht gereicht von der Reichweite. Nein! Ich will Martin eine schicken. Tango getroffen. Überall nicht. Alles ein viel zu viel Gegner. Oh. Also Sniper habe ich jetzt fast alle raus, bis auf einen. Verarsch mich doch, wie wir wollen da noch kommen! Wolltest du mich verbluten lassen? Nee, eine Sniper kriege ich nicht raus, aber ich glaube, die ist auch keine Gefahr. Der ist Geschichte. Boah, ich hab hinten abgeschossen. Lol, was kommt halt, da? Jetzt kommt einfach ein Fahrzeug und wir hätten nicht hin. Nein, leg dich doch hin, ich hab's doch gedrückt. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Da ist nix. Ah, da steht er. Komm, ich hole jetzt die Kingslayer, wenn ich eh schon da bin. Oh, ist den hässlichen Orden da. Farbig hole ich nein, grad. Da kommt man nicht rein und jetzt. Danke. Der kommt in den Truck! Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und er schießt durchs Auto! Oh, ich bin doch hinter dem anderen Auto in Deckung. Nein! Ohne bitte. Granate kommt. Komm mir da, Culeros. Ja, ich komm. Ich rette dich. Ah, ich hab's fast geschafft. Ja, noch ein, zweimal wiederbeleben habe ich. Fabi rechnet. Ich klicke jetzt gleich auch wieder.
Ich hab einen Cooldown, ich hol dich gleich. Mhm. Oh, da ist ja nochmal ein Tor. Kann jemand das Tor aufmachen? Warte, ich hab ein Auto, ich komm durch. Alles klar. Oh, ich hab den scheiß Orden jetzt. Come on! So, kommen wir irgendwie Scheiß hier raus? Hat jemand ein Fahrzeug oder so? Ja, ich hab ein Fahrzeug. Wo ist denn der Orden? Hier, ich hab hier auch einen. Hier bei mir ist ein Bunker da. Jetzt, aber jemand parkt mich gerade zu. Ja, es ist selber Auto nochmal, dann nimmst du das andere. Komm, ich steig ein. Fabi, geh ins Geschütz. Ja. Oder irgendjemand anders. Vorne rechts, Fabi. Sind alle drin? Nö. Links. Simon, was machst du denn? Die kriegst du ja noch holen. Ja, ich hab hier gleich. Demons! Die kriegst du ja noch holen, die ist voll wichtig. Alter, die Kingslayer-Datei bockt doch niemand! So, ich hab Panzer, wer will mich? Aber Hauptsache alle... Ich komm, Bunte. Ich bin tot. Der Heli ist drauf, Leute! Der scheiß Heli holt uns alle weg! Wir haben's geschafft. Das ist... Ich sag's euch, ich bin froh, wenn wir das Gebiet hinter uns haben. Das ist echt so, ja. Martin, ich würde in Deckung gehen. Habt ihr ein Fahrzeug jetzt oder nicht? Wer belebt mich denn da ohne Wissen wieder? Gut, Gott sei Dank. Was heißt ohne Wissen? Der Mathieu war's. Ja, ihr lagt am Boden, kann ich euch jetzt sterben lassen oder was? Oh. Außerdem tut es meiner Statistik auch mal gut, wenn ihr ein paar Tote mehr habt. Leg dich da! Weißt du, ich drück ducken! Nein! Und dann steht da wie so ein scheiß Baum im Weg rum. Kann jemand mal eine Drohne zünden bei mir? Wäre echt cool. Warte, muss grad nachladen. Ich hol. Ich komme. Haben wir doch irgendwo ein Fahrzeug? Ich bin schon. Nee, das eine wurde ja in die Luft gejagt, weil jemand unbedingt noch eine Kingslayer-Datei holen musste und das Fahrzeug zugeparkt war, als dass ich nicht von der Granate wegfahren konnte. Natürlich ungünstig. Ja, das ist... Aber man muss auch dazu sagen, dass das Auto, das wir hatten, das Sondermodell war, das hatte nur Rückwärtsgänge. War das französische Modell. Da ist auch ein Fahrzeug. Auf was warten wir noch? Einfach da rauskommen. Ja, das Fahrzeug hier nehmen. Das ist auch in die Luft geflogen. Ja, dann nehmen wir das, was schon fast brennt. Ich bin tot. Komm jetzt hier rein. Ich glaube, der Panzer... Ist der noch gut? Oder habt ihr eins? Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen, stirb. Was seid ihr denn jetzt? Ach, da hinten. Ja, hier. Rein. Das Ding ist aber gleich kaputt. Ja, ganz klar. Ab. Bin drin. Und bin Gas. Drin. Alle drin. Ich hab halt einen Platten, deswegen blöd, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Oh Gott. Das ist ein besseres Auto, wir könnten noch umsteigen. Okay, es geht hoch. Oh, ist kaputt, raus, ist kaputt, raus, ist kaputt. Raus. Ins nächste, nee, das wird nix, die gehen alle in die Luft. Ich seh nix. Da vorne ist eins. Vorne, ja, den Truck, der hält richtig viel aus, lass den nehmen. Lass mich fahren, lass mich fahren, lass mich fahren. Oh. Lass mich nicht fahren. Fahr einfach drüber. Das war wie. Warte. Fahr ums Eck, da ums Eck, ja! Das Tor weiß nicht, was es tun soll, komm, lass es raus! Oh! Nein, nicht nochmal rückwärtsgang! Oh Gott! Simon, da ist noch eine Kingslayer, wenn sie auch noch haben! Warte! Da steigt halt wirklich aus, ne? Oh Mann! Uiuiuiui, so, wohin? Ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir nach. Ne? Jetzt können wir uns an die Endbosse machen, ja. Noch Santa Cruz. Ich würde sagen, La Plaga war der erste, den wir freigeschaltet haben. Also ist er jetzt auch der erste, ja, nach La Gringa, die wir einfach mal so mitgenommen haben. War La Gringa, ne? Ja, klar, La Gringa, da sagt man nicht nein, ne? Gringa, hallo. Ja, also nach La Cruz. La Plaga will mit seinem großen Bruder aus dem. Sind wir nicht schon am Ende angekommen? Schalten Sie La Plaga unserer Expectation hier. Ne, wir haben aber, noch. Wir können da noch hinreisen. Echt? Ich hab nichts zum Reisen da. Ja, dann nehmen wir halt einen Heli. Komm.
den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Halt! Halt! Alles da. Problem ist... Ah, ne, okay. Gut. Ja, das Problem. Naja, ich dachte gerade, eine Rakete hat uns schon... Ja, ich sehe Gott sei Dank draußen. Yeah. Muss halt mal Fabi fliegen lassen. Ja, ja. Echt, ey. Dann weiß ich, wie die Landung aussieht. Ja, und sauber. Jetzt? Dann sind wir wenigstens alle tot und nicht nur du. Das stimmt allerdings. Da steigt einer um. Ja, ich dachte nur, was uns da verfolgt, aber... Oh, nee. Oh. Die ist Gott sei Dank gegen den Berg geflogen. Ja, ich hab's gehört, ey. Ist eigentlich schon wieder Tag, wahrscheinlich nicht, ne? Ach man, ist immer Nacht. So, da vorne ist das schon direkt. Also komm, den nehmen wir jetzt noch mit, oder? Den Lablager, den kriegen wir noch hin. So müssen wir versuchen, was machen. Gut, da gibt's auch nochmal drei Waffenkisten, drei Zubehörkisten, 8 Fertigkeitspunkte und einen Bonus. Ja, das kannst du mal aufhören zu schießen jetzt. Ja, aber echt. Ja, du warst's. Nee. Natürlich warst es. Ich hab nicht geschossen. Sollen wir da mal auf dem Dach einfach landen? Landen auf dem Dach, ja. Gegenüber ist aber schon einer, oder? Auf dem anderen Heliplatz steht doch einer, oder nicht? Ja. Ja, ja. Aber das sieht jetzt nicht. Lager will abhauen. Macht schnell, aber überstürzt nichts. Habt ihr gehört? Macht schnell, aber überstürzt nichts. Ich bin schon fast tot, Alter. Warte mal, ich mach mal kurz eine Aufklärung hierher in das Gebiet. Unter uns? Ja, da wird bestimmt ein Keller sein oder so. Ja. Wartet. Wow! Geronimo! Nicht gut landen, nicht gut landen hier, nicht gut landen hier, nicht gut landen hier. Bleib erstmal da im Wasser. Könnt ihr mir mal Rückendeckung geben, bitte? Warte, gib Rückendeckung. Was ich sehe auf dem anderen Gebäude, schieße ich weg, ja. Ja, 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 weil dann können wir die da wegnehmen ohne Probleme. Das sieht gut aus. Kannst, glaube ich, runterkommen. Oh, das war ein Zivilist. Ja, scheiß drauf. Vielen Dank. Zivilist hat Kollateralschaden. Der ist unten runter. Wir müssen irgendwie, kommen wir noch nach unten. Hier, hier, hier. Vorsicht. Riecht hier ein bisschen nach Gras. Was, nach Gras? Ja, wurde gerade gesagt. Nach Crack. Nach, ja, okay, Fabi, dass du dich da besser auskennst, ist... Oh, das ist eine Kamera. Die haben ja Pornos gedreht. Ich hab dich geopfert, ich wollte das sagen. Ja, das ich hab dich fürs auf mich genommen, um euch zu schützen. Das sind Fortnite's exotische Drehplätze. Fortnite's? Ja, könnte sein, wer weiß. Simon. Ja, pass mal auf jetzt hier. Ja, hör doch, wie er gleich anfängt zu stöhnen. Also denk dran, es könnte sein, dass halt nicht alle aufgedeckt sind, ne? Ja, hier unten werden wahrscheinlich nicht alle aufgedeckt sein. Da ist er. Oh, das Panzerglas. Eliminieren. Ich hab ihn. Ha! Da wollte er abhauen. Bam, Alter. Ah, oh, ja. Ach so. La Plagas Hut gibt's. Jawohl. Nee, den will ich aber nicht. Den will ich nicht. Jawohl, weißt du was? Zwei Motorräder wären da gewesen. Da hätten zwei ihn gar nicht mehr verfolgen können. Da hätten jetzt hier einen Safe klettern. Oben gibt's noch ein Dings. Fertigkeitspunkt. Ja. Nur eine Frage der Zeit, bis El Muro rausfindet, dass sein Bruder tot ist. Überbringen wir die Nachricht doch persönlich. Nomad, auf Seiten des Kartells entwickeln sich die Dinge schnell. El Muro und El Sueño sind im Krieg. Weil Sueño will, dass Muro seinen Bruder tötet? Deshalb hat Muro die Unidad auf Sueño gehetzt. Ist wohl nicht gut gelaufen. Nicht wirklich. Jetzt lassen wir sie sich gegenseitig ausschalten? Ach, schön wär's. Leider ist Muro praktisch unsere einzige Spur zu Sueño.
Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet. Wir müssen alles wissen, was er weiß. Okay, wir schnappen uns El Muro, bevor Unidad... Ganz viele Fertigkeitspunkte. ...wenn Yu ihn umlegt. Wo gibt's Fertigkeitspunkte? 5 Stück, Alter. Das sind aber immer noch... Gegner. Ja, natürlich! Oh, ein Witz. Ich hol dich. Okay. So, jetzt kommt El Muro dran. Und wir haben kaum noch Zeit, weil sonst holt die Uni da. Wo ist denn der überhaupt? Das wird mich jetzt wo ist die Farbe denn schon wieder? Ach, war wieder weg? Away. Ich bin schon weggefahren. Hä, wo ist denn der? Wo finden wir den jetzt? Das ist El Boquita. Da ist El Muro, oder? Ich kann es nicht. Da, El Muro ist ganz im Norden bei Media Luna. Aber wir werden jetzt sowieso dann als nächstes hier in La Cruz erstmal bleiben und dann noch hier Ramon Feliz machen, oder? Ja, und auch die Sachen noch einsammeln, oder? Ja, das genau. Sollen wir den mal noch probieren, Ramon Feliz? Ich meine, der ist gerade um die Ecke. Sollen wir machen, ne? Ist gerade nebenan. Ramon Feliz hat sich zum Ramon gewandelt. Das ist der Radiotyp, oder? Also der Propaganda. Also nicht umbringen, ja? Haben das alle verstanden? Töten Sie Ramon. Ja, deswegen nehmen wir dich jetzt auch nicht mit. So. Töten Sie Ramon. Warum liegst du denn da tot eigentlich da unten? Bei mir ist Gegner, nutze ich einen Fokus. Es wär aber auch irgendwie lustig, wenn jetzt alle in diesem Gebiet wären, weißt du, so richtig dämlich hätten wir eigentlich auch gleich dahin kommen können. Gibt's hier irgendwas zum Einsammeln? Oh. Lol, was das ist. Komm, wir backen gerade extrem rum. Ja, und ich bin jetzt, tot. Jetzt sehe ich wieder was. Ja, jetzt wo ich lieg. Ich zeig mal Hilfe. Oh. Alter, wie ihr euch alle killt, der Typ bei mir. Mit seinen zwei Uzis. Er halt. Killt euch beide, Alter. Von Unterdeckung rennen, oh okay, Mann. Mann, als kleiner Tipp, mach mal einfach eine Aufklärung bei dir auf dem Boden, dann hast du mindestens alle Gegner oder so. Alarm gesichert. Hab einen. Ist es denn wir hier eigentlich runter? Fabian holen. Ja. Was gab's hier? Fabian holen, weil mich. Mehr war es nicht. Ja, warum war Fabi hier? Was gab's hier zu holen? Nix. Ich bin aus dem Tunnel rausgefahren. Ich bin den Tunnel entlang gefahren, da geht hier raus. Ach so. Ja. So, Portal, Alter. Lasst mich doch. Da geht nicht in den Garage, ne? Ja, die Rotorblätter haben sich verabschiedet. Da ist auch immer von oben so ein Stamm runtergeflogen. Und hat sich als Strommast hier festgesetzt, ne? Ja, manifestiert und zack, waren die Rotoren drin. Sachen gibt's. Meinst du, das ist bewacht? Das sieht so verlassen aus. Wir nähern uns Felis Haus. Beeilen wir uns, bevor er sich das Kartell holt. Gehen wir gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn verteidigen müssen. Aufklärung mal rein. Ja, mach mal. Ich glaube, eine Ecke. Oh, okay, ich glaube. Wir kommen zu spät. Okay. Felis ist tot. Und, ist er schön tot oder ist er unschön tot? Guck's dir selber an. Oh ja. Oh, das würde ich jetzt eher als unschön bezeichnen. Die haben den Mund zugenäht. Alter Latz. Okay. Haben sie ihn erschossen, nachdem sie ihn da dran gehangen haben oder davor? Ist mir eigentlich egal, ich breche jetzt gerade den Computer auf. Da liegt so ein kaputtes Mainboard drin, alles klar. Feliz ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felis Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Ja. Hören Sie den Dieb? Wo ist denn der? Gerade da vorne, alles klar. Lass den Heli nehmen, oder? Ja, Fabi nimmt wieder das Ding und fährt weg. The Bike Action. Fährt er? Der fährt, ne? Und ist im anderen Gebiet, auf jeden Fall. Da, wo wir gerade herkommen. Da nimmt jemand... nein. Wo ist das jetzt?
Was hast du jetzt gemacht? Ich bin geflogen. Er hatte den Baum dabei. Ich hatte den Baum in den Rotoren, den habe ich ein bisschen mit hochgenommen und irgendwann ist dann die Rotoren kaputt gegangen. Oh, LOL. Oh Mann, ey. Soll ich euch holen? Oder weg den Heli? Ja, bitte. Meisterleistung. Ihr habt einen Heli, oder? Bunte, der Baumeister. Nee, wir haben nix. Irgendjemand hat einen Heli, aber... Oh, pfff. Du landest jetzt auf mir. Ich komm gleich, ich hab hier noch ein Info-Ding. Zählt ja. Demon, da gibt's noch eine Kingslayer, hast du die? Die hab ich, ja, danke. Der ist oben drauf. Silencio, Mache. Achso, du hast ihn schon. Entweder gehe ich hier mit Antworten oder deinen Ohren raus. Ich habe ihn angeschossen sogar, der Arme. Für diesen Entscheid werde ich nicht. Könnt ihr mich vom Dach abholen? Ja, wenn uns Leute nicht abschießen. Ja. Und jetzt einfach. Oh Gott, das wird nix. Schnell? Ja. Langsam. Also, ich hab's nur noch du gehört. Fabi, lass bitte in Zukunft fliegen, okay? Das war jetzt wohl nicht meine Schuld. Natürlich! Wenn wir hier aufs Dach fliegen sollten. Alter, da haben sie mich ja, aufgehört. Ja, auf dem anderen Dach ist auch ein Heli, lass zum anderen Dach vorkommen. Auf dem Dach ging's nicht besser. Oh, hinten! Ach Gott, ey. Hinter dir, Martin, hinter dir. Was? Ich bin schon wieder durch die scheiß eigene Drohne gestorben. Keiner. Oh, das ist doch ein Witz. Ich hol dich. Danke. Was, die eigene Drohne? Ja, zum dritten Mal, ich zünd die und ich bin in der Nähe und dann gehe ich drauf und an der Tür sind zwei Leute, pass auf. Ja, ich seh's. Hallo, willst du mich jetzt verarschen? Hab beide. Okay. Ziel eliminiert, das hat aber gedauert. So, jetzt aber darüber, ey. Ja, der ist ja ganz in der Nähe, ne? 600 Meter. Ja. Vielleicht bewegt er sich auch. Der war doch vorher weiter weg, oder? Ja, er bewegt sich. Kommt zu uns. Kommt echt hierher, oder was? Keine Ahnung. Ja, aber lustig. Da vorne fährt er. Steig doch jetzt auf. Aber wir müssen ihn ja mal verhören, ne? Oh ja. Dann, sonst hätte ich jetzt eine Rakete draufgeballert. Ja, ich lande einfach vorne dran, oder? Ja, der kann auch länger jetzt nicht abbiegen. Am besten schießt der halt einfach nur auf den Reifen oder so und Fabi nicht die Sniper nehmen zum Schießen. Killer gesichtet, wir brauchen die Platte, lasst ihn am Leben. Reifenblatt. Er ist draußen, ich hol ihn. Gut. Hab ihn. Geh ein bisschen weg, ich glaube, der Heli brennt. Ja. Wovon redest du denn da? Ich hab doch nichts getan! Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du Idiot. Das Auto raucht auch schon ziemlich. Das ist mal echt krass, oder? Das findest du krass? Na, dann warte mal ab. Tipp, ein Drahtbügel und jede Menge Strom sind mit von der Partie. Chingado, Mann! Was willst du? Ramon Feliz Festplatte. Los! Die Kacke? Mann, die habe ich schon bei diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier! Holen wir uns die Platte, bevor Santa Blanca sie löscht. Alles klar, auf. Oh, 3 Kilometer. Doch nicht fahren. Das zieht sich jetzt doch gerade ein bisschen. Ja, es zieht sich ein bisschen, ja. Vorne wird jetzt wahrscheinlich die Hölle losbrechen. Dann lass du. Ja, oder so, ansonsten uns aussteigen lassen und dann uns zu weiter mit dir fliegen. Luftabwehr. Oh, das ist ne. Ja.
zu spät reagiert, aber sie ist am Arsch. Ich bin noch rechtzeitig ausgestiegen. Ich bin schon tot runtergefallen. Ich bin auch raus. Ich hab's auch überlebt. Nur Fabian. Frage ist nur jetzt nicht mehr. Scheiße, da hat einer gewartet auf mich. Ein Drönski wäre super. Bitte mich. Nee. Gleich okay. Da. Das war jetzt gerade so echt so ein beide Raketen aneinander vorbeigeflogen. Tick zu spät. Oh, ich muss in Deckung. Kann man sehen? Nee, dann. Nee, geht gar nicht. Kommt. Da kommt ein Heli. Das war knapp. Wir sind gleich erwartet. Fuck daneben. Kann man den Alarm ausschalten? Guck mal, kommt hier hoch. Ah, aber nicht ganz hoch. Doch, hier. Ja, stelle ist aus. Gut. Klar. Ich jag mal kurz eine Verstärkung hierher. Jo. Ohne Aufklärung, wenn es irgendwie geht. Wow. Da ist die Platte, sichert sie. Fabi, es ist zwar toll, dass du schon da bist, aber es wäre cool fürs Let's Play, wenn... Na okay, dann also, nicht. Ich war nur ein Laptop und ich hab's rausgezogen, das war's. Positiv. Wir haben angeschlossen und laden Ihnen die Daten gerade hoch. Sehr gut. Finis Blog zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien gut. Und Mexiko. Wir können seine Beweise jetzt publik machen. Ein Zwischenboss noch. Und dann vier Hauptbosse und dann El Svenio. Gleich da, wo die Festplatte laut Killer sein soll. Da kommt er los. Nice. Nomad, ihr Team soll sich fertig machen. El Cardinal ist jetzt. Danke, dass ich den Anruf jetzt nicht zu Ende anhören kann, wer es auch immer war. Da war zu Ende gerade. Bei mir noch nein, nicht. Es geht weiter. Einverstanden. Wann und wo? Hier sind die Koordinaten eines Dorfes in der Provinz Malca, wo wir uns treffen. Bowman Ende. Es geht nämlich um El Cardinal, weil, ne? Da wissen wir jetzt, wo er ist, oder bisschen Bowman weiß es, und wir treffen sie jetzt erstmal mit Bowman. Also Simon, ich denke, du weißt, wer es war, ne? Ja, also El Cardinal ist jetzt auch frei, das heißt, wir müssen noch El Boquita machen, dann können wir die Schönheitskönigin und El Yasho, El Cardinal und El Muro, und dann kommt der Big Boss El Sueño, und wir sind jetzt aber raus. Und sagen mal, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's in die heiße Phase hier von Ghost Ring Wildlands. Wer hätte es gedacht, dass wir es jemals so weit schaffen? Und ja, bis dann. Ciao, Wii. Macht's gut, ciao. Tschö. Schieß eine Leuchtrakete.